In diesem Video nehme ich euch mit in die Vergangenheit des Lebens am Niederrhein. Bauernhöfe, Fachwerkhäuser und Werkstätten zeigen das frühere Leben und das frühere Handwerk am Niederrhein. Mitten im Freilichtmuseum Grefrath befindet sich die Wasserburg Dorenburg. Die Geschichte der Burg geht bis in das Jahr 1326 zurück. Der romantische Weihnachtsmarkt rund um die Wasserburg Dorenburg findet am 1. und 2. Adventwochenende statt und ist ein ganz besonderes Erlebnis kurz vor Weihnachten. Frisch gebackenes Brot gibt es in der historischen Bäckerei. In der Dorenburg findet der Besucher Ausstellungsstücke zur bürgerlichen und adligen Wohnkultur des früheren Niederrheins. Ein Rundweg führt den Besucher rund um das Museumsgelände. Dabei können die schöne Natur, die Tiere, die Bauernhöfe und die Fachwerkhäuser bestaunt werden. Der Zugang in die Häuser ist möglich. Die Vielzahl der Häuser hat einiges zu bieten. Im Museum befinden sich ein Backhaus, eine Schmiede, eine Kornbrennerei, ein Sägewerk, eine Gerberei und viele weitere Gebäude. Im Museum erfährt der Besucher viele Details zur Architektur, dem Handwerk und den alltäglichen Traditionen der früheren Niederrheiner. Bei jedem Besuch gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken.